schwer? Nein, nein. Geht's nicht. Sind Sie bitte drin? Schön. Vielen Dank. Beate Christiansen hat 3 Tage in München verbracht und will heute noch mit ihrem Auto nach Hamburg zurückfahren. Anlass ihres Wochenendbesuches war die Hochzeit der jüngsten Schwester ihrer Freundin. Am Freitag hatte Frau Christiansen den Polterabend mitgemacht. Gestern, am Samstag, fand dann die kirchliche Trauung statt und am Abend war sie Gast einer ausgedehnten Hochzeitsparty. Obwohl Beate Christiansen in der letzten Nacht nur wenig Schlaf bekommen hat, geht es ihr gut. Sie freut sich über das schöne Wetter für ihre Heimfahrt nach Hamburg und auf ein gemütliches Frühstück bei ihrer Freundin. Sie hat sich etwas verspätet. Um 11 Uhr sollte sie bei ihrer Freundin sein. Inzwischen ist es gleich 11:15 und sie muss noch 10 Minuten fahren. Zur gleichen Zeit ist an diesem Sonntagmorgen der 15-jährige Michael Neumeier mit seinem Mofa in der Knorrstraße unterwegs. Er soll für seine Mutter, die unter starken Kopfschmerzen leidet, Tabletten aus der Apotheke holen. Frau Christiansen will gleich nach dem Frühstück abfahren. Dass sie auf dieses Frühstück verzichten muss, ahnt sie nicht. Auch Michael ahnt nicht, dass er in wenigen Augenblicken von einem PKW angefahren wird und seine Mutter vergeblich auf ihre Schmerztabletten warten muss. Er denkt nur daran, schnell nach Hause zu kommen, um anschließend ins Freibad zu fahren, wo seine Freunde schon auf ihn warten. Unbekümmert saust er auf demselben Weg, den er gekommen war, wieder zurück, weil er zu bequem war, den Radweg auf der anderen Straßenseite zu benutzen. Beate Christiansen biegt jetzt in die Knorrstraße ein und fährt in gleiche Richtung wie Michael. Nach ein paar hundert Metern will sie nach links abbiegen. Genau in diesem Moment wird Michael dann ihren Weg kreuzen. Sag mal, du spinnst wohl, ich fahr fahren und sie dann auch noch aufhören. Hast wohl einen Hammer, ey. Das gibt's ja nicht. Hey, du Lauser, passt auf die falschen Zeiten. Langsam sind sie wahnsinnig geworden. Mein Gott, was ist passiert? Da schauen Sie, was angerichtet haben. Sind Sie besoffen? Was? Der Buch hat mein Haupt grün gehabt. Oh Gott. Nehmen Sie das mal hier. Oh Gott, das ist ja noch ein Junge. Ja, warum holt denn hier keiner einen Arzt? Warum schauen Sie das alles nur so an? Stehen Sie doch nicht nur so rum. Gibt's denn hier kein Telefon in der Nähe? Gott, noch mal, der Junge verblutet hier, ja? Kann ich mal jemand telefonieren gehen? Die Polizei kommt gleich. Ich schau jetzt nach dem Jungen. Mach doch mal das Radio aus. Der Notarzt kommt gleich. Könnten Sie vielleicht Verbandszeug bitte? Ja. Mensch, kommen Sie. Beruhigen Sie ihn doch. Sie können wirklich nichts dafür. Ich habe das Ganze nämlich genau gesehen. Der ist auf der falschen Seite gefahren. Und außerdem hat er überhaupt nicht... Aber er stirbt. Mensch, kommen Sie. Wollen Sie sich ins Auto setzen? Nein, bitte. Ich will, dass jemand telefoniert. Ja. Warum telefonieren Sie nicht? Die Polizei, die kommt doch gleich. Die muss doch gleich los. Ein Mofa-Fahrer ist angefahren worden, der Bruder von der Frau. Wo ist denn? Da kommt's jetzt. Sie haben's gesehen? Ich hab's gesehen, ich bin da gestanden an der Kreuzung. Gut, dass Sie da sind. Grüß Gott, sind Sie die Fahrerin? Ja.
Wann kommt der Notarzt? Der Notarzt ist schon unterwegs. Sie sehen, der Kollege kümmert sich ums Kind. Versteht er denn überhaupt was davon? Der Junge verblutet mir ja. Nein, nein. Jetzt geben Sie mir mal einen Führerschein und einen Fahrzeugschein. Was wollen Sie denn jetzt mit dem Führerschein? Muss man halt, dann gehen wir rüber zum Fahrzeug. Meine Handtasche ist jetzt im Wagen. Ich habe jetzt andere Sorgen. Oh Gott. Da nehmen Sie Ihre Tasche und dann kommen Sie mit. Setzen wir uns in das Fahrzeug rein und dann sehen wir weiter. Können Sie denn nicht noch mal telefonieren? Der Notarzt ist doch schon unterwegs. Der ist schon bestellt. Das kann doch nicht länger dauern als mindestens schon eine halbe Stunde jetzt hier. Herrgott, als ob das so wichtig ist. Haben Sie was getrunken? Ein Glas Sekt heute Morgen. Ist auf dem Status 5228. Ein PKW leicht gegen Mofa. Mofa-Fahrer schwer verletzt, besteht Lebensgefahr. Wir bräuchten das Unfallkommando. Von 52,28. Bräuchten wir das BLK auch noch für die Autofahrerin? Wenn ein Unfall Schwerverletzte oder Tote fordert, wird in jedem Fall das Verkehrsunfallkommando gerufen. Also, Verkehrsunfall, der blaue VW Golf, Nordstraße, Stadt einwärts. Das Mofa ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung, Stadt einwärts. Der Golf ist dann links abgegangen, da sind sie dann beide zusammengestoßen. Mofa-Fahrer schwer verletzt, haben mit Notarzt und die PKW-Fahrerin oder zwei Gegangen, kam das ebenfalls. Hat sie sich auch zeigen, oder? Ja, das ist von uns gut sein. So, grüß Gott. Willkommen zwischen der Frau Christiansen, ja, zwischen dem Verkehrsunfall. Ja, komm mal ganz rein. Kurz sprechen. Ja. Okay. Bitte dort. Frau Christiansen, die Polizei ist da, die hätten noch ein paar Fragen an Sie. Gut. Ja? Gott, Frau Christiansen, mein Name ist Wolfgartner, ich komme vom Verkehrsunfallkommando. Das ist meine Visitenkarte. Ich habe den Verkehrsunfall aufgenommen, wenn Sie Fragen haben. Ja, wo ist denn überhaupt mein Wagen? Wo sind die Autoschlüssel? Ihr Fahrzeug steht noch an der Unfallstelle. Es ist geparkt und die Schlüssel habe ich. Oh, dann geben Sie sie mir bitte. Kann ich denn überhaupt noch fahren? Ich meine, ist er stark ramponiert? Das Fahrzeug ist nicht stark ramponiert, aber Sie dürfen das Fahrzeug nicht mehr fahren. Wieso bei Ihnen der Verdacht der Alkoholbeeinflussung besteht. Ach du lieber Gott, ich habe ein Glas Sekt getrunken, Herr Wachtmeister. Ja, also, sehr gut für Sie, ein Glas.
Aber die Blutentnahme kann ja das beweisen, dass sie wenig Alkohol gehabt haben oder auch mehr. Ist nicht so schlimm, das ist eine reine Routineuntersuchung. Okay, da wird sich rausstellen, also ja, wirklich, dass ich ja also nicht mehr getrunken habe. Ja. Müssen wir jetzt bei Ihnen eine Blutentnahme durchführen? Ja. Und den Führerschein ist sichergestellt. Und wer fährt meinen Wagen denn jetzt weg von der Unfallstelle? Ja. Machen Sie das, oder? Ja, das kann ich nicht machen. Haben Sie keinen Bekannten in München, der das Fahrzeug abfahren könnte? Doch sicher, ich habe Freunde hier. Ja, wie heißen? Das sind Webers. Webers. Ich habe noch eine viel wichtigere Sache. Ich brauche dringend den Namen und die Adresse des verletzten Jungen. Das gleiche Problem haben wir. Wir wissen auch noch nicht, wie der Junge heißt. Müssen wir erst noch ermitteln. Es muss doch irgendjemand hier den Namen wissen. Schwester, können Sie nicht noch mal den behandelnden Arzt anrufen? Der Doktor kommt noch zu Ihnen. Und außerdem, ich würde morgen früh anrufen, dann gibt mir ein bestimmt Bescheid. Ich muss das heute wissen. Ja? Ich mache mir solche Vorwürfe. Ich habe wirklich auf der Kreuzung niemanden gesehen, dass ich ihn überfahren habe oder angefahren habe. Können Sie nicht mal jemanden anrufen? Ich mache einen Vorschlag. Rufen Sie mich morgen in der Früh an der Dienststelle an oder heute Nachmittag noch. Vielleicht haben wir da auch eine Personalien schon. Und eine ganze Nacht voller Ungewissheit. Jetzt. Schwester, wenn Sie den Doktor anrufen, ich rufe ihn an. Schwester, wo ist denn der Junge überhaupt? Nothilfeschwester Bettina, können Sie bitte den diensthabenden Doktor für die Nothilfe anpiepsen? An diesem Junisonntag gab es allein in Bayern 452 Verletzte und 8 Tote bei Verkehrsunfällen. Tagtäglich haben Polizeibeamte die traurige Pflicht, die Angehörigen von Verkehrsopfern zu informieren. Ja, wir haben einen Unfall aufgenommen mit einem Mofa-Fahrer. Ja. Und der Mofa-Fahrer ist verletzt worden, ist in ein Krankenhaus gekommen. Jetzt wissen wir es aber nicht genau, ob es ihr Sohn ist. Ja. Vielleicht können wir das drin besprechen. Bitte kommen Sie rein. Ja, haben Sie meinen Sohn gesehen? Nein, haben wir nicht gesehen. Ja. Das ist das Problem. Ja, ich habe mal so kurz gesehen. Vielleicht hätten Sie ein Foto, dass wir das überhaupt klären können, ob es ihr Sohn ist. Ja, ich hab schon jetzt. Ist er das? Na ja, das ist also ihr Sohn. Der war also an dem Verkehrsunfall beteiligt. Das ist also verletzt worden durch den Verkehrsunfall. Und ist in ein Krankenhaus gekommen. Ja, und hat er geblutet? Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich habe ihn am Unfallort nicht gesehen. Ich habe ihn nur kurz im Krankenhaus gesehen. Haben Sie mit ihm sprechen können? Nein, ich habe also nicht mit ihm gesprochen. War er bereits in ärztlicher Behandlung in der Nothilfe. Ja, hat er geweint, oder? Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich habe ihn nur gesehen, kurz auf der Bahre, wie er also dort gelegen hat, und da war also der Arzt bei ihm. Lebt er noch? Ja, sicher lebt er noch. Bitte schön, sagen Sie mir die Wahrheit. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, ich habe ihn nur kurz gesehen und da war der Arzt bei ihm. Ja, und wo liegt er denn? Der ist nach Oberföhring gekommen und da, wenn Sie einen Arzt anrufen, der kann Ihnen sicher mehr sagen. Also ich weiß also darüber nichts, wie schwer die Verletzungen sind, aber so schlimm wird es also nicht sein. Wie ist denn das passiert? Ja, das erkläre ich Ihnen ganz kurz. Ihr Sohn, der Michael, ist auf dem Radweg gefahren, im Mofa. Der Moorstraße stadteinwärts, aber auf der falschen Seite. Und eine abbiegende Pkw-Fahrerin hat ihn erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Ja, Frau Neumeier, ich schreibe Ihnen alles einmal auf. Setzen Sie sich mal mit unserer Dienststelle in Verbindung, weil dann müssen wir einige Formalitäten noch klären. Hätten Sie vielleicht einen Führerschein vom Sohn da? Der hatte den nicht dabei gehabt. Nein, also da, wir wissen nichts, vielleicht hat er ihn da warm lassen. Vielleicht hat er ihn in seinem Zimmer. Denn wenn Sie hätten, das wäre so. Bitte, ja. Ja, das ist schon mal geschehen. Schauen Sie sich das nochmal an. Das ist schon das. Ja, und was ist mit seinem Mofa? Sein Mofa, das haben wir, also wir, das brauchen Sie auch nicht darum kümmern, das nehmen wir jetzt zunächst einmal zur Dienststelle mit. Ja. Und Sie, Frau Neumeier, das ist die Versicherung vom Mofa, das hat er dabei gehabt. Ja. Und da haben Sie meinen Namen drauf, meine Dienststelle, wenn Sie morgen abends bei uns vorbeikommen würden, dann können wir das alles in Ruhe besprechen. Ja, und dann morgen früh für Sie an. Schauen Sie als erstes, dass Sie ins Krankenhaus kommen. Ja, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich mache im Moment. Haben Sie nicht irgendwelche Bekannte, die Sie anrufen können? Doch, ich habe schon eine Schwester, ja, die kann ich anrufen. Ja. Gut, dann fahren wir wieder. Okay. So, wiederschauen. Wiedersehen. Frau Neumeier sitzt da. Frau Neumeier, grüß Gott, begrüßen Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Sie kommen in der Sache mit Ihrem Sohn. Ja. Geht's ihm denn, Frau Neumeier? Ich bin fix
und fertig. Entschuldigung. Ja. Ist er im Krankenhaus? Ja, er schwebt immer noch in Lebensgefahr. Immer noch. Heute früh angerufen. Und kann aber nicht mit ihm sprechen. Er ist auf der Intensivstation und weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Frau Meier, kann ich Ihnen zur Beruhigung was anbieten? Ach, danke. Wollen Sie einen Cognac? Danke. Ich war nämlich, habe heute früh mit der Polizei telefoniert. Mhm. Und jetzt haben die gesagt, ob ich irgendwie einen Strafantrag stellen müsste. Und ich kenne mich ja da gar nicht aus, was ich da machen soll. Waren Sie da bei der Polizei? Nein, die Polizei, die war gestern bei mir. Ich war ja ganz aus dem Häuschen, habe ja auf meinen Sohn gewartet und der ist nur in die Apotheken und hat Tabletten für mich geholt. Und plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Das hat mir haben die Ihnen einen Zettel mitgegeben? Ja, das hat er mir mitgegeben. Sagen Sie mal her. Die Frau Christiansen, das wird die Schädigerin sein. Irgendwas von einer Schweigepflicht hat er auch gesagt. Hat er auch gesagt, ist klar. Ja. Ihr Sohn kann ja praktisch im Moment leider nicht handeln. Hoffen wir vor allem mehr, dass er es bald überstanden hat, dass das Schlimmste bald vorbei ist, dann dass er bald Sie, wieder gesund wird. Vor 11 Jahren meinen Mann verloren und an einem Unfall und. Ja, vor allem mehr, das. Vielleicht schafft er es. Wo ist er denn? In welchem Krankenhaus ist er denn? Ich bin Oberföhringer Krankenhaus. Wann gehen Sie nachher wieder hin? Ja, jetzt heute gehe ich wieder hin. Ja. Anschließend. Ja. Auf einmal mehr. Ich hatte einen Kopfwund und einen Unterschenkel hat er gebrochen und ein Schädelbasisbruch. Schädelbasisbruch? Ja, auf einmal mehr. Die Sache ist insofern, muss ich Ihnen vom juristischen her sagen, etwas eilig. Mhm. Wenn jemand in Lebensgefahr schwebt, dann gilt es, eine bestimmte Art von Anspruch gleich rechtshängig zu machen. Mhm. Schmerzensgeldanspruch, wenn er nicht rechtshängig gemacht ist, zum Zeitpunkt, wenn Ihrem Sohn dann das passieren würde, dann wäre dieser Anspruch nicht vererblich. Dann würden Sie vielleicht sagen, im Moment interessiert mich nur das Leben meines Sohnes und das sehe ich so auch. Aber vorsichtshalber würde ich doch sagen, dass wir gleich was tun sollen. Ich sollte jetzt sofort vornehmen, wenn Sie das wollen, dann rufe ich sofort die Versicherung, die Haftpflichtversicherung der Frau Christiansen an. Ja, bitte. Ja, darum, gut, dann mache ich das immer gleich und dann anschließend können wir weiterfahren. Gerne. Frau Schinzel, sind Sie mal so nett und würden Sie mal reinkommen? Frau Schinzel, bitte sehr. Sind Sie doch so nett, wir haben hier eine eilige, schwere Unfallsache. Sind Sie so nett, rufen Sie den Zentralruf an und fragen Sie nach der Versicherung der Frau Christiansen. Wenn Sie die Versicherung haben, dann sind Sie so nett und verbinden Sie mich mit der Schadenabteilung dieser Versicherung. Mhm. Ja? Bitte sehr. Danke. Ich möchte natürlich jetzt nichts versäumen, weil damals, wie das mit meinem Mann war, da war ich nicht beim Rechtsanwalt. Der Unfall ist doch sehr schwerer Natur. Da empfehle ich Ihnen schon, dass Sie Strafantrag stellen. Ja, Sie haben dann. Sie können das über einen Anwalt machen. Sie unterschreiben eine Strafprozessvollmacht. Ich mache alles bei Ihnen. Machen Sie alles bei mir. Mhm. Praktisch mache ich ab jetzt alles für Sie. Sie brauchen sich sozusagen um nichts mehr kümmern. Ach, da bin ich froh. Es ist wirklich ratsam, sich in einer solchen Situation von einem Anwalt helfen zu lassen. Glücklicherweise hat Frau Neumeier die Rechtsschutzversicherung ihres verstorbenen Mannes weiterlaufen lassen. So ist ihr Kostenrisiko weitgehend ausgeschaltet. Die Versicherung zahlt selten eine Mark zu viel und noch seltener gleich das, was der Geschädigte verlangt. Und dieses Risiko, das jetzt, ja bitte, grüß Gott, Herr Brenner, wir kennen uns aus verschiedenen Regulierungen. Da habe ich heute eine besonders eilige Sache, schwerer Unfall in München, Mandant schwebt in Lebensgefahr. Sie kennen das übliche Problem, Frage der Rechtshängigkeit vom Schmerzensgeld. Herr Brenner, ich könnte eine Klage einreichen, müsste den Eilgerichtsvollzieher bemühen, dass die Klage schnell zugestellt wird. Mein Vorschlag, die Versicherung verzichtet auf den Einwand der fehlenden Rechtshängigkeit im Bereich eines Schmerzensgeldes von vorsorglich 200.000 Mark. Das soll nicht der Streitwert sein, sondern lediglich ein Vorsichtsbetrag für den Fall und in dem Umfang, dass die Haftung der Confidentia gegeben ist. Herr Brenner,
Frage, würden Sie da mitmachen? Geht in Ordnung. Gut, dann werde ich Ihnen umgehend eine Vollmacht nachreichen. Herr Brenner, soweit vielen Dank. Machen wir noch einen Uhrenvergleich. Bitte, bitten, ich habe jetzt 12.45 Uhr. Ja, Dankeschön zu hören von uns. Danke wieder. Hoffen wir, dass alles zum Guten geht. Dass er bald über den Berg ist, dass er bald wieder ganz gesund wird. Das mit dem Beinbruch wird sich richten. Das Wichtigste ist die Kopfverletzung. Dass er überhaupt wieder wird. Dass er wieder wird. Wird schon wieder werden, sagt man. Sicher keine leichte Aufgabe für einen Anwalt, ein solches Beratungsgespräch zu führen. Frau Neumeier erzählt unter Tränen, dass der Bub durch den Unfall mitten aus den Prüfungen zum qualifizierten Hauptschulabschluss herausgerissen wurde und ohne Abschluss seine Lehrstelle verlieren wird. Je mehr sie über alles nachdenkt, desto größer werden auch ihre Sorgen. Auch Beate Christiansen macht sich Sorgen um Michael. Ihr geht das Bild nicht aus dem Kopf, wie der Junge leblos auf der Straße liegt. Erst am Mittwoch erhält sie die gute Nachricht, dass Michael außer Lebensgefahr ist. Sie fährt mit der Bahn nach Hamburg und geht am nächsten Tag zu ihrem Anwalt. Frau Christiansen, danke. Ach, guten Morgen, Frau Christiansen. Guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie haben mir ja am Sonntag bei Ihrem Anrufen ganz schön Schrecken eingejagt. Die Hauptsorge ist aber weg. Nämlich? Ich hatte doch solche Angst, dass der Junge also nicht durchkommt, nicht? Die ja. Lebensgefahr ist vorbei. Ach, wie schön. Gott sei Dank. Also ach, das ist eigentlich das... Was Sie am meisten freut. Ja. Nun legen Sie mal los, ich bin ganz Ohr. Haben Sie mal irgendwo ein Stück Papier? Ich zeichne Ihnen das mal auf. Sehen Sie, ich habe ja... Dann können Sie das besser sehen. Hier so ein lose Blatt. Nehmen Sie das mal ruhig auch ins Haus gerichtet. Über den Führerschein müssen wir uns gleich mal unterhalten. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich hier bin. Ne? Damit ich mitdenken kann, machen Sie mal eine Skizze. So. Ich fuhr von hier, ne? Ja. Also ich male erst mal, wie es gewesen ist. Also hier standen Wagen, hier standen Wagen, hier standen Wagen. Ja. Der Junge, den ich dann übersehen habe und angefahren habe, der kam von dort, fuhr also auf der falschen Fahrspur. So fuhr er, ne? Und er hätte falsche Richtung und er hätte hier fahren müssen. Na schön, so. Lassen wir das erstmal. Jetzt sind kam Sie von hier ein Wagen. War der schon so dicht dran? Als ich hier war, ja. Dieser Wagen ist wichtig, denn der ist ein unverschämter Fahrer. Darf ich mich eben schildern? Jetzt schildern Sie mir erstmal, wie Sie gefahren sind. Ich bin hier gefahren, sah den entgegenkommenden Wagen auf mich zukommen und wollte um diese Ecke biegen. So. Ja. Und der kam mir nur entgegen. Der kam mir entgegen, blinkte noch unverschämt. Ist das eine beampelte Kreuzung da? Sind Ampeln. Und Sie hatten welche Farbe? War grün. Ja, war rot, fahre ich selten drüber. So, also ich hier um die Ecke, ne? Ja. Ziemlich zügig, vielleicht mehr so. Ja. Guckte noch kurz nach rechts, musste hier noch ein bisschen Gas geben, weil dieser Wagen nicht anblinkt. Sie meinen jetzt auf den hier. Wann hat er denn geblinkt? Vielleicht hat er anders dazu gehabt. Nein, nein. Er fuhr so, dass ich abmessen konnte, dass ich noch gut durchkam. Als ich an diesem Punkt war, schon eingebogen war, hatte ich das Gefühl, er gab noch Gas. Also quasi, um die auch noch zu ärgern, ich weiß es nicht, weil das gefiel ihm nicht. Wie weit war er denn weg, als er das erste Mal die Blinklichter gesehen haben von ihm? Schätzungsweise 10 Meter. Na, und dann wäre das Einbiegen ja sehr gewacht gewesen. Darf ich das mal klären? Geblinkt hat er erst, als ich hier schon eingebogen war. Schön, wir wollen das mal nicht vertiefen. Ja. Nur weiter. Und nun, was passiert denn nun? Ja, was passiert nun? Plötzlich sah ich einen Schatten und der Zusammenprall war da. Mhm. Also hier etwa. Da. So. So in der Fluchtlinie da. Und hier waren ja, wie gesagt, die Wagen. Also ich was waren das denn für Wagen, die da standen? Waren das? Pikadus, fragen Sie mich, wissen Sie nicht. Können Sie mir sagen, wie Sie anschließend sich verhalten haben, wann Sie zum Stehen gekommen sind? Haben Sie angehalten? Ja, selbstverständlich. Wie weit weg waren Sie denn, als Sie anhielten von dem Anstoßort? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ich muss einen Schock gekriegt haben. Also wie mir das passieren konnte, das ist mir ein einziges Rätsel. Woran ich mich erinnern kann, es kam ein wütender Passant, riss die Wagentür auf und beschimpfte mich. Und mir war überhaupt noch nicht klar, dass ich einen Jungen angefahren hatte. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ob das jetzt wussten Sie denn, mit was Sie kollidiert waren? Nein, das wusste ich in dem Moment nicht. Ich sah einen Schatten, bin natürlich sofort raus und dann sah ich den, also für mich leblos, auf mich leblos war also den Jungen. Sie sagen jetzt, Sie sind sofort raus, nachdem der Mann die Tür aufgerissen hatte. Was hat man denn mit Ihnen gemacht? Sind Sie gleich mit zur Wache gefahren worden? Oder
Da ich zu niedrigen Blutdruck habe, wurde mir nachher im Polizeiwagen schlecht, mir wurde ganz übel. Und dann hat man mich in die Nothilfe gebracht. Ne? Mhm. Dort habe man ihr nicht nur Blut, sondern auch Führerschein und Autoschlüssel abgenommen. Als sie am nächsten Tag mit ihrer Freundin bei der Polizei die Schlüssel abholte, hätte sie sich an den telefonischen Rat des Anwalts gehalten und keine Aussage gemacht. Jetzt rät er ihr, falls es in München zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dort einen Anwalt zu nehmen, aus Kostengründen. Aber damit ist sie ganz und gar nicht einverstanden. Dafür aber mit einem Glas Milch, das ihr der Anwalt statt Cognac anbietet, sicher nicht aus Kostengründen. Frau Christiansen steht im Augenblick nicht der Sinn nach Alkohol, wohl aber nach ihrem Führerschein. So telefoniert ihr Anwalt noch in ihrem Beisein mit der zuständigen Staatsanwältin in München. Welche Feststellungen hat man bezüglich der Alkoholkonzentration getroffen? Aha, na 0,73 bei der Konstellation, die Ihnen sicher im Vorbericht bekannt gegeben wurde, mit dem Mofa-Fahrer ohne Helm, der auf der verkehrten Straßenseite fuhr. Ich meine, besteht da die Hoffnung oder die Aussicht, ich würde Sie darum bitten, das wohlwollend zu prüfen, bei 0,73, dass Sie die Beschlagnahme aufheben und einen Freigabebescheid verantworten wollen? Ach, das ist sehr schön. Ich danke Ihnen sehr. Auf Wiederhören. Sie hat bereits verfügt, dass die Beschlagnahme aufgehoben wird. Also das ist für Sie zunächst erst einmal wieder die Möglichkeit, Ihren Beruf auszuüben. Prost. Beate Christiansen trinkt erleichtert ihre Milch und nimmt sich vor, wenn sie in 2-3 Tagen ihren Führerschein zurück hat, nicht mal mehr nach einem halben Glas Sekt zu fahren. Sie glaubt, der Unfall wäre nun für sie erledigt und nur noch Angelegenheit der Versicherungen. Das Unterschreiben einer Vollmacht hält sie für eine reine Formsache. Wo ich den? Ich werde dem Jungen jetzt auch ein Päckchen schicken die nächsten Tage. Ich warte noch mal ein bisschen ab, weil er ja noch nicht so momentan, wie der ist. Heute Abend will ich mir eine kleine Freude machen. Ja, 16.06. Kann man sich vielleicht auch erkundigen bei der Mutter, ob er irgendwas braucht? Sie unterschreiben das bitte mit Vor- und Zunahmen. Sie können meinen Schreiber benutzen, das kostet Sie nichts. Na, das ist ja fein. Haben Sie also Kontakt zu den, zur Mutter des Jungen? Ja, zur Mutter noch nicht. Gute und schnelle Besserung weiterhin wünschte Beate Christiansen aus Hamburg. Das ist super, ein Helm, finde ich ja echt toll. Sag mal, hast du Lust, spielen wir mal? Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Aber heute Abend vielleicht oder später. Ja, okay, spiel heute Abend. Ach, grüß Gott, Schwester Rita. Wie geht's? Gut. Geht, ist er brav? Ja. Ja. Grüß dich, Michael. Grüß dich. Da habe ich dir ein Lärm mitgebracht. Geht's dir heute? Ja, geht schon. Ich hol mir einen Stuhl. Computerspiel. Das ist ein Computerspiel von einer Frau, die mich umgefahren hat. Und die Gummibärle und den Brief da auch. Ach, die hat dir ein Päckchen geschickt. Ja. Aha. Das hätte sie ja zu uns heimschicken können. Ja, ich finde das ganz nett, dass das hierher geschickt hat. Was steht denn da drin? Darf ich es einmal lesen? Ja, ja. Ach, jetzt sind meine Brille nicht dabei. Lest mir das vor? Ich kann das auch nicht lesen, das hat mir die Schwester vorgelesen, weil die hat so eine schlimme Schrift, das kann man überhaupt nicht entziffern. Und drinstehen tut das, also sie fragt mich, wie es mir geht und, ich bekomme einen Helm von ihr. Ach, einen Helm? Ja, damit, wenn ich wieder fahre, weißt du, da habe ich dann gleich einen Helm. Das ja, ich denke, wir können uns keinen Helm kaufen. Natürlich, aber ich finde das ganz toll, dass die mir einen Helm schenkt. Naja, aber damit kann man die Sache auch nicht gut machen, meint so. Aber du wolltest doch eigentlich nie einen Helm, Michael. Ja, natürlich. Das ist ja was anderes. Ja, weißt du, ich habe mir das so überlegt. Hm? Weil von dem Geld, was wir bekommen von der Versicherung, da könnte ich ja einen Führerschein machen von dem Geld. Und da könnte ich mir was übrig, wenn was übrig bleibt, auch noch. Weißt du, 500 Mark kostet der Führerschein und 1500 Mark kostet ungefähr gescheites Muckigeld. Du musst dich ruhig halten. Komm, reg dich doch nicht auf jetzt da hier. Komm, also, weißt Michael, also, so schnell wollen wir nicht jetzt wieder an einen Mofa denken. Oder an einen Muckig. Ja, weißt du, jeder bei uns in der Klasse hat einen Muckig. Warum ich nicht? Ich möchte auch eins haben. Okay. Meinst du, dass jeder von euch in der Klasse einen Muckig hat? Nein. Schau, du hast doch noch ein Fahrrad im Keller, oder?
Ja, und das riecht mir jetzt ein bisschen her. Und da fährst du dann mit dem Fahrradl. Jetzt heuer wird sowieso nichts mehr. Und nächstes Jahr fahren wir mit dem Fahrradl. Ja. Und dann ziehen wir weiter. Das langweilt doch mit dem Fahrradl. Okay. Sag mal, was ist eigentlich mit der Schule? Du musst die Klasse nochmal wiederholen. Die ganze 9. Klasse noch einmal machen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, du brauchst doch unbedingt dein Quali. Ohne Quali kriegst du keine Lehrstelle. Mach ich die 9. Klasse nochmal? Das ist doch nicht so und die in der nächsten Klasse, die sind bestimmt alle so kleine Bamperl, so. Die okay. sind total kindische. Ach, außerdem, wenn ich in die Schule komme und die wissen, dass ich die Klasse nochmal machen muss, werde ich bestimmt ausgelacht. Da wird dir was drauf. Ach, du wirst doch nicht ausgelacht. Komm. Natürlich. Ach, will ich schon was. Na, das Wichtigste ist doch, dass du jetzt wieder ganz gesund wirst. Ja. Oder? Ja. Okay? Naja, das ist das Wetter. Kaum hat der Junge das Schlimmste überstanden, denkt er schon wieder ans Mofa-Fahren. Typisch. Doch wie geht es weiter? Michael wird nach 6 Wochen mit einem Gehgips nach Hause entlassen. Die Haftpflichtversicherung von Frau Christiansen zahlt ihm 2000 Mark Vorschuss. Etwa 3 Monate nach dem Unfall flattert Beate Christiansen ein Strafbefehl ins Haus. Nachdem sie ihren Führerschein von der Staatsanwaltschaft zurückbekommen hatte, kann sie nicht verstehen, dass sie den Unfall durch Alkohol verschuldet haben soll und zu 5.200 Mark Geldstrafe und 12-monatigem Entzug der Fahrerlaubnis verurteilt wurde. Obwohl der Anwalt Einspruch gegen den Strafbefehl einlegt, muss sie ihren Führerschein sofort abgeben. Nun muss sie also doch noch mit ihrem Anwalt zur Gerichtsverhandlung nach München reisen. Kurz vor der Verhandlung treffen sich der Anwalt von Frau Neumeier und der Haftpflichtversicherer von Frau Christiansen. Beide wollen versuchen, in möglichst vielen Punkten Einigung zu erzielen. Wir nehmen da am besten Ihr letztes Anspruchsschreiben. Ja. Wo Sie ja schon beziffert haben. Ja. Schwierigkeiten ergeben sich natürlich bei der Haftung. Dankeschön. Schön. Danke sehr. Okay. Und zwar ist das für uns sehr problematisch. Wir sind uns soweit einig, dass Sie regulieren wollen mit einer bestimmten Quote. Frage, wie hoch gehen Sie? Meine Forderung lautet 2/3. Wir sind da genau umgekehrter Ansicht. Ich halte 2/3 hier in unserem Fall für gerechtfertigt. Wir würden im Bereich um 40 eine Haftungsquotierung vornehmen. Bis 40? 40 zu 60 zulasten jedes Mal. Ich kann nur sagen, wir haben hier auch noch die Rechtsschutzversicherung im Rückgrat. Ja, und 40% ist, ja, da haben wir also kein Kostenrisiko. 40% ist mir doch im Moment zu wenig. Ich notiere es aber und werde das meinem Mandanten sagen. Gehen wir mal zur Höhe und da würde ich vorschlagen, nehmen wir mal ein Schreiben. Letztes Anspruchsschreiben vom 3.10. Ja. Da haben Sie es erst ausführlich dargestellt. Da haben wir ungefähr 10 Positionen. Bei den kleineren Positionen wie Mofa, Kleidersachen oder das Fahrgeld für die Krankenhausbesuche einigt man sich schnell. Doch beim Schmerzensgeld und dem Verdienstausfall wird es schwierig. Der Anwalt fordert den Jahreslohn eines Gesellen, weil Michael erst ein Jahr später als Geselle arbeiten kann. 34.500 Mark soll die Versicherung dafür zahlen. Ihr Mandant ist so zu stellen, als wäre der Unfall nicht geschehen. Ja. Ohne den Unfall hätte er jetzt den qualifizierten Hauptschulabschluss gehabt und davon hätte schon gearbeitet. Auch aus. Ja. Die Problematik liegt hier aber bloß darin, dass er jetzt, im jetzigen Zeitpunkt, noch keinen Schaden hat. Sondern der Schaden tritt ein, wenn er ins Berufsleben eintritt. Mhm. Und das ist erst der Fall, wenn er die Gesellenprüfung bestanden hat und dann als Geselle weiter beschäftigt wird. Herr Bickhofer, darin sind wir uns einig. Ich hätte grundsätzlich auch nichts dagegen, wenn man abwartet, wie der Michael in 3 Jahren hier situiert ist. Darüber können wir also durchaus reden. Dann kommen wir hier zum wahrscheinlich letzten Punkt, Schmerzensgeld. Ich habe mir erlaubt, hier einen Betrag einzusetzen, 15.000 Mark. 15.000 ist natürlich, wenn man jetzt hier dieses Gutachten anschaut, wo insbesondere auch unter Berücksichtigung des letzten Satzes der Spätfolgen hinsichtlich der erlittenen Verletzungen, insbesondere der Schädelverletzungen, voraussichtlich nicht zu erwarten sind, ja. Etwas hochgegriffen. Ja, naja, da kann ich Ihnen nur sagen, die Mutter des Michael, seine Freunde, die Verwandtschaft und der Michael selber, er war ja da, der klagt natürlich auch, dass er seit dem Unfall noch nicht wieder der Alte ist,
Gegenteil, er ist ein etwas veränderter Mensch geworden. Der war vorher fröhlich, unbeschwert, unbekümmert. Der ist also jetzt ein zurückgezogen, etwas gehemmt, manchmal Depressionen, Kopfweh hat er übrigens auch. Habe nichts dagegen, da bei Gelegenheit nochmal ärztlicherseits. Ja, das ist eben das, was ich auch vorschlage, nochmal eine fachneurologische eingehende Untersuchung. Ja, dann kommen wir doch einmal zu Zahlen, Herr Bickhoff. Ein Schmerzensgeld von im Bereich von 8.000 bis 9.000 Mark. Würden Sie denn davon noch einen Abzug machen wollen? Es wäre natürlich das Mitverschulden zu berücksichtigen. Das ist wohl klar. Wir werden wohl hier dann auch auf so einen Betrag zwischen 6.000 und 7.000 Mark dann in Endeffekt kommen. Dann bleibt uns nichts anderes über als ein Prozess. Wir sind ja auch gebunden an die Rechtsprechung zur Höhe des Schmerzensgeldes und liegen in unseren Angeboten ja im Regelfall, liegen wir ja drüber. Das sieht man ja auch an der niedrigen Prozessquote. Wo liegen Sie drüber? Über den von den Gerichten gezahlten Schmerzensgeld. Ich glaube, ich kann festhalten, dass wir bei der Quote nicht oder noch nicht einig sind. Wir liegen also 40 zu 60 mindestens auseinander. Aber nach der Hauptverhandlung reden wir hierzu noch einmal. So weit, so gut. Aber eines dürfen Sie nicht. Sie dürfen heute nicht rausgehen, ohne dass Sie noch einen Vorschuss dagelassen haben. Sie haben bisher 2.000 Mark gezahlt. Ich kann Ihnen sagen, ich will 5.000 Mark. Das ist ein runder Betrag. Sie können zahlen mit allen möglichen Vorbehalten. Zahlen Sie 5.000 Mark. Ich werde das dann nach Aktenlage Ihnen überweisen. Und Sie teilen mir dann bitte einen Termin mit. Nach der Hauptverhandlung. Ich bin ja als Nebenkläger drin. Ja. Nach der Hauptverhandlung werden Sie umgehend von mir hören. Moment mal, ich glaube, das ist der Michael Neumeier. Ich würde ihn gerne mal begrüßen. Aber bitte tun Sie das. Ich gucke schon mal nach, wann wir dran sind. Gut. Hallo Michael. Ich bin Frau Christiansen. Ja? Beate Christiansen aus Hamburg. Ach. Ich nehme an, Sie sind Frau Neumeier. Ja. Ich möchte Ihnen auch noch mal sagen, dass mir alles sehr, sehr leid tut. Guten Tag. Ich wollte mich auch noch mal bedanken bei Ihnen für das Paket und für den Brief, den Sie mir geschickt haben. Ach du, das habe ich doch. Das habe ich gern getan. Wenn es Ihnen recht ist, Frau Neumeier, ich habe seinerzeit dem Michael geschrieben, er möchte mir bitte mitteilen, welchen Helm er möchte. Ja, ich möchte Michael, gern einen schenken. Ich bin eigentlich gar nicht so im Moment fürs. Wir sehen uns ja vielleicht auch noch mal. Haben wir schon gesprochen. Schön, dass du wieder auf den Beinen bist. Ja, gut. Grüß Gott. Guten Tag. Kennen Sie mich noch? Im Moment nicht. Vom Unfall. Ach, Sie sind die nette junge Dame, die mich damals so nett getröstet hat. Sagen Sie, ist der junge Mann auch da, der mit Ihnen im Auto war? Ja, der sitzt da hinten. Ach, das ist nett. Haben wir noch Zeit? Aber sicher haben wir noch Zeit. Übrigens, das sind die beiden Polizeibeamten, die bei Ihnen im Krankenhaus waren. Guten Tag. Und mein Herr setzt sich nach, wie man sich in die Tasche da weg. Wie geht's dem Jungen denn? Ach, Gott sei Dank, er macht einen ganz gräsigen Eindruck. Ja, das ist schön, die Mutter. Ja, ist ja nicht zu erwarten, dass Sie mich sehr freudig begrüßt, ne? Ja, und wie fühlen Sie sich? Ach. Jetzt, nachdem Sie den Jungen wiedergesehen haben. Ich wollte den 12. Juni jetzt nie gegeben. Naja, das versteht jeder. Aber Sie bringen es hinter sich. Seien Sie versichert. In der Sache Christiansen, bitte in den Sitzungssaal. Dann ist es soweit, dann kommen Sie mal mit. Jetzt können wir es nochmal hin losbringen. Zeugen bitte vor die Stuhlreihe. So, zum Aufruf kommt die Sache Christiansen. Beate, das sind Sie? Ja. Ja, Sie sind erschienen mit dem Verteidiger. Die Vollmacht befindet sich auf Blatt 19 der Akten. Dann sind als Zeugen erschienen der geschädigte Neumeier, Michael. Ja. Ja. Stadler Hans. Ja. Merck Ilona. Ja. Rathmann. Ja. Eichner. Ja. Und Holzgartner. Ja. Frau Neumeier wird von ihrem Anwalt als mitgebrachte Zeugin vorgestellt. Alle Zeugen werden dann auf ihre Wahrheitspflicht hingewiesen und gebeten, den Saal wieder zu verlassen. Ein medizinischer und ein technischer Sachverständiger nehmen an der Verhandlung teil, außerdem der Anwalt von Frau Neumeier als Nebenklägervertreter. Nach Feststellung der Personalien von Beate Christiansen, geborene Teube, sie ist 40 Jahre alt, geschieden, selbstständige Textildesignerin, bittet der Richter die Staatsanwältin, den Strafbefehl zu verlesen.
Sie steuerten am 12.06.1983 gegen 11.15 Uhr den PKW, amtliches Kennzeichen HHRW 1487, in München auf der Knorrstraße in südliche Richtung, obwohl Sie infolge vorangegangenen Alkoholgenusses nicht mehr in der Lage waren, das Fahrzeug sicher zu führen. Infolge Ihrer alkoholbedingten Fahruntauglichkeit bogen Sie unter Gefährdung des Gegenverkehrs in einem engen Bogen nach links in die Keferloher Straße ab, wobei Sie ebenfalls infolge Ihrer alkoholbedingten Fahruntauglichkeit den geschädigten Neumeier, der mit seinem Mofa Marke Solex Kennzeichen 678 PSB auf dem linken Radweg der Knorrstraße in südliche Richtung fuhr, übersahen, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hierdurch erlitt der geschädigte Neumeier einen Schädeldach- und Schädelbasisbruch, ein Schädelhirntrauma und eine Unterschenkelfraktur rechts. Hinsichtlich der Körperverletzung bejaht die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Eine bei Ihnen am 12.06.1983 um 13.15 Uhr entnommene Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration von 0,53 Promille Mittelwert. Sie hätten bei gehöriger und zumutbarer Sorgfalt erkennen können, dass Sie infolge des Alkoholgenusses zur sicheren Führung eines Kraftfahrzeuges nicht mehr in der Lage waren und hätten den für Sie voraussehbaren Unfall vermeiden können. Diese Handlung erfüllt den Tatbestand eines Vergehens der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs mit einem Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung nach den Paragraphen 223, 230 und weiteren Paragraphen, gegen die Frau Christiansen verstoßen haben soll. Danach wird sie zu ihren persönlichen Verhältnissen befragt. Monatliches Nettoeinkommen 2200 Mark. Seit 1964 fährt sie unfallfrei, zurzeit 20.000 Kilometer im Jahr. Der Richter stellt fest, nicht vorbestraft, keine Eintragungen in Flensburg. Zum Unfall will sie jetzt eine Aussage machen. Ich bin am Sonntag gegen 11 Uhr ungefähr die Knorrstraße runtergefahren und wollte meine Freunde besuchen. Da war eine Einladung zum Brunch und wollte abbiegen die Keferloher Straße, ich glaube so heißt sie, und sah einen entgegenkommenden Wagen kurz vor der Kreuzung bei der Abbiegung zur Keferloher Straße, aber noch ziemlich weit entfernt. 80 Meter circa, ne? Hab mich links eingeordnet, hab den Blinker rausgetan und war der Meinung, der entgegenkommende Wagen sei noch so weit weg, das könnte ich gut schaffen. Hatte, bevor ich in die Kreuzung abbog, nochmal nach links geschaut, es war alles frei. War kein Fußgänger, keine Fahrräder und gar nichts. Und bin dann ziemlich zügig in die Kreuzung rein, also etwas geschrägt gefahren. Das mache ich aber immer so, weil ich ganz zügig fahre, wenn nicht viel Verkehr ist. In dem Moment, jetzt kommt das, worüber ich mich nachträglich immer noch sehr, sehr aufrege, der Wagen, der zunächst einmal weit entfernt war, ne, da hat er meines Erachtens mutwillig noch Gas gegeben, der entgegenkommende, das war ein Geländewagen, und hat mich sehr angeblinkt. Also das empfand ich als Nötigung. Oh ja. Ja, und ich habe noch ein bisschen Gas gegeben, damit ich schnell über die Kreuzung kam. Ja, und dann kann ich nur noch sagen, dann gab es plötzlich einen Knall. Ich habe sofort gebremst, also ich sah einen Schatten. Ne? Sie sagen, Sie sind zügig gefahren. Ja. Sie kamen also diese Knorrstraße. Wie würden Sie Ihre Geschwindigkeit schätzen? 60, 70 Stundenkilometer. Aha. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Ich war generell zügig. Wie Sie sich der Kreuzung nähern, war die Ampel rot, gelb oder grün? Nein, sie war grün. Nach den Akten ist es ja so, dass Sie also nicht mit 60 oder 70 abgebogen sind. Wie schnell sind Sie dann ungefähr abgebogen? Können Sie das sagen? 20 Stundenkilometer weniger, würde ich sagen. Ja. Ich schätze so 40, vielleicht 35. Dann musste ich aber wieder Gas geben, weil ich ja bedrängt wurde. Und Sie haben also dann das Gefühl gehabt, der andere beschleunigt, fährt auf Sie zu. Und deswegen haben Sie da noch einmal Gas gegeben. Richtig, richtig. Mir blieb gar nichts anderes übrig. Wir hätten sonst einen Zusammenstoß gehabt. Ja, wie weit war der denn von Ihnen weg, als Sie da das Gefühl hatten, es wird brenzlig? 15 Meter vielleicht. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, also ein zweites Mal in die Keferloher Straße zu schauen, ob sich da inzwischen was verändert hatte. Ne? Und ich muss noch hinzufügen, was ich eben vergessen hatte. Vor der Fahrradspur standen Wagen, also die Einsicht sehr behinderten. Ich glaube, ein VW-Bus oder ein Kombiwagen, ein riesiger Wagen. Haben Sie das erkannt, direkt, dass die da standen? Das habe ich schon gesehen. Es ist doch wohl so, logischerweise, dass Sie also gesehen haben, dass Sie dort im Moment nichts sehen können oder nicht genug sehen können. Ich habe keinen Jungen dort erwartet, also keinen Radfahrer, weil er aus der ganz anderen Richtung hätte fahren. Ja, nun muss ich Sie fragen, Sie fahren seit 18 oder 19 Jahren Auto. Es ist Ihnen doch auch bekannt, dass auf den Radwegen leider Kreuzung quer gefahren wird. Jeder fährt in der Richtung, wie er will, keiner hält sich dran. Herr Richter, ich sagte ja schon, ich habe mich vergewissert, wirklich. Ich muss Ihnen vorhalten, dass nach Aktenlage ist so ist, nach dem Gutachten des Sachverständigen, dass Sie, wenn Sie hingeschaut hätten, den Unfall
muss sagen, kinderleicht hätten vermeiden können. Wenn ich hätte hinschauen können, Herr Richter, ja, dann hätte ich ihn wahrscheinlich vermieden. Ich wurde aber bedrängt von einem entgegenkommenden Wagen. Jetzt noch eine letzte Frage zu Ihrer Verfassung. Sie wissen ja, Alkohol wurde festgestellt. Wie kommen Sie in der Früh um 11 Uhr schon zu diesem Alkohol? Können Sie mir das erklären? Ich bin leider unter zu niedrigem Blutdruck und muss auf ärztlichen Rat hin also täglich morgens eine Pille nehmen dagegen. Und diese Tabletten habe ich dummerweise in Hamburg vergessen. Und wenn ich sie nicht dabei habe, also dann hilft auch ein Glas Sekt. Es war übrigens, also Alkohol klingt so schlimm, so wie Mengen. Wenn Sie kommen aus Hamburg in Bayern, wird es oft so verstanden sein, ich habe keinen Alkohol getrunken, nur Bier. Aber ja, nein, meine, so meinte ich es nicht, nein. Also ich Sekt ist sagen, auch Alkohol. Natürlich. Den haben Sie ein Glas in der Früh ein getrunken? Ein Glas in der Früh, damit der Kreislauf in Gang kommt und auch ohne Frühstück. Ob Sie nüchtern sind oder nicht, das ist einmal für die Alkoholmenge, die festgestellt wird, dann gleichgültig. Mhm. Aber mit einem Gläschen, also einem Piccolo-Fläschchen, kommen Sie nicht auf die hochgerechneten 0,73 Promille. Wo kommt der Rest her? Wann haben Sie denn abends aufgehört mit dem Sekt trinken? Oh den ja, Abend da hatten wir, zuvor. Da hatten wir eine Feier. Was haben Sie denn da getrunken? Ja, da gab es natürlich durch die Feier Sekt, Wein, insgesamt eine Flasche, schätze ich. Aber mit einem guten Essen und später noch einen Cognac zum Kaffee. War denn das der Cognac? Der war auch gegen 3:30 schätzungsweise. Ja, und dann sind Sie, wann waren Sie dann zu Hause? Viertelstunde später. Halb sind gleich ins Bett? Ja. Und wann sind Sie denn aufgestanden dann? Um 10. Um 10. Mhm. Wie haben Sie sich gefühlt? Ganz gut. Bis auf meinen Kreislauf halt, ne? Also ich bin gewohnt, ein Glas Sekt auch zu trinken und dann noch Auto zu fahren. Ich meine, ich also, muss betonen, kurz wie gesagt, leid mir Sie das haben sich fahrtauglich gefühlt. Ja, aber absolut. Absolut. Sonst wäre ich nicht mit dem Wagen gefahren. Denn am Vortag, als die Feier war, habe ich mir zum Beispiel ein Taxi genommen, weil mir klar war, dass getrunken wird, ne? Das ist ja löblich, ja. Tun leider nicht alle. Ich habe dann zunächst keine Fragen. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen an die Angeklagten? Die Staatsanwältin bittet Frau Christiansen, zum Richtertisch zu kommen, um ihren Fahrweg auf der Unfallskizze zu zeigen. Damit Sie, verehrte Zuschauer, sich dort besser zurechtfinden, werde ich Ihnen das mal ganz schnell erklären. Das also ist die Knorrstraße, auf der die Frau Christiansen entlangfuhr und dann wollte sie hier in die Käferloher Straße einbiegen. Das ist der Radweg, auf dem der Michael fuhr und hier sind einige geparkte Autos. Der blinkende Range Rover soll von hier gekommen sein. Und hier ist der Wagen von Frau Christiansen nach dem Unfall zum Stehen gekommen. Die Staatsanwältin fragt nun, an welcher Stelle waren Sie mit Ihrem Fahrzeug, als Sie nach links schauten? Ungefähr hier. Also auf der Fußgängerfurt. Kurz vor der Kreuzung, also vor der Ecke hier oder richtig, vor dem Bürgersteig? Aber ich hatte Einsicht in die, wie heißt sie jetzt wieder? Käferloher Straße. Ja, gut, hatte also volle hier Einsicht ungefähr. Und konnte mich davon überzeugen, dass die Straße komplett frei war. Also ich darauf gebe zu, dass man vielleicht noch langsamer um jede Kreuzung fahren sollte. Nur ich glaube, dann würden die Autos überhaupt nicht mehr vorankommen. Denn fast jeder dritte Radfahrer fährt verkehrt. Dann haben wir nur noch Stop and Go in der Innenstadt. Ja, Sie meinen, dass die Schnelligkeit des Verkehrs ist durchaus rechtfertigt, dass man möglicherweise Fahrradfahrer, die man nicht sieht, über den Haufen fährt? Nein, das meine ich nicht. Also, aber dann müssen Sie mir doch zugeben, dass dann lieber der Verkehr stockt, als dass jemand über den Haufen gefahren wird. Das ist korrekt. Wird Ihnen das vielleicht zumindest jetzt langsam klar? Nein, das ist sogar sehr schlimm, was ich da getan habe. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Ne? Soweit die Aussage der Angeklagten. Der Richter beginnt mit der Beweisaufnahme und verließ den ärztlichen Befund über die Blutuntersuchung. Danach hatte Frau Christiansen um 13.15 Uhr, also zur Zeit der Blutentnahme, einen Mittelwert von 0,53 Promille. Der Sachverständige wird gebeten, den Promillewert für den Unfallzeitpunkt zu berechnen und zum Ergebnis Stellung zu nehmen. Hohes Gericht, vom Mittelwert der Blutentnahme gehe ich aus für die Berechnung der Mindestblutalkoholkonzentration für den Unfallzeitpunkt. Beim Trinkende, wie von der Angeklagten angegeben, gegen 9:45 ist damit zu rechnen, dass zum Unfallzeitpunkt die Resorption des zuletzt genossenen Alkohols abgeschlossen war. Wenn ich zugunsten der Angeklagten mit einem stündlichen Abbauwert von 0,1 Promille zurückrechne, ergibt sich für 11.15 Uhr, also für den Unfallzeitpunkt, mindestens eine BAK von 0,73 Promille. Eine BAK von 0,73 Promille ist von jedem Menschen als leichte Alkoholisierung spürbar. Bereits ab Blutalkoholkonzentrationen von 0,3 Promille aufwärts
sind objektivierbare Ausfallserscheinungen vorhanden, mit Verlangsamung des allgemeinen Reaktionsvermögens, mit zum Beispiel Verlangsamung der Pupillenreaktion der Fern-Nah-Einstellung. Das sind hauptsächlich die bei diesen Blutalkoholkonzentrationen auftretenden Leistungseinbußen, die aber wegen dem gesteigerten Leistungsbewusstsein, das tatsächlich nicht vorhanden ist, in einem Missverhältnis steht, was dann zu Fehlreaktionen im Straßenverkehr führen kann. Subjektive Überschätzung. Ja. Danke, ich habe keine weiteren Fragen. Dankeschön. Dann bedeutet das ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Frau Christiansen in unserem Fall möglicherweise etwas verzögert gebremst hat. Das bedeutet es ja. Dankeschön. Der medizinische Sachverständige wird entlassen. Als erster Zeuge wird Michael Neumeier aufgerufen. Seine Mutter begleitet ihn, muss den Saal aber wieder verlassen, weil sie anschließend als Zeugin aussagen soll. Michael wird in einem Monat 16 und wiederholt zurzeit die 9. Hauptschulklasse. Er soll über den Unfall berichten, soweit er sich noch daran erinnern kann. Ich weiß bloß, dass ich für meine Mutter zur Apotheke fahren sollte, weil meine Mutter Kopfschmerzen hatte. Ja. Und dass ich halt wieder zurückgefahren bin. Und hast nun ja bedauerlicherweise den falschen Weg benutzt. Ja, die anderen fahren ja auch auf der verkehrten Seite. Ja, andere machen viele Sachen, gell? Die Tatsache, dass andere Leute Fehler machen, ist doch keine Berechtigung dafür, dass du es genauso falsch machst. Ja, weißt du, dass du auf der anderen Straßenseite fahren musst? Mit deinem Mofa auf dem Radweg. Ich dachte, es ist egal, auf welche Seite ich fahre. Also du musst dich halt informieren, wenn du dir ein Mofa kaufst. Wie lange hast du denn das Mofa schon? Ich habe das Mofa ungefähr 2 Monate. Zwei Monate. Und, konntest du schon gescheit mitfahren oder noch ja, nicht? Ja, ja, natürlich. Ich bin noch kein einziges Mal damit hingefallen oder so. Das Mofa ist kaputt? Oder? Hast du es noch wieder? Nee, ich habe bis jetzt noch kein neues Mofa. Hast du einen Sturzhelm getragen? Ich, nein. Es ist sehr bedauerlich. Okay? Man muss es zwar nicht, aber ja, die anderen haben ja auch alle keinen Sturzhelm. Ja, ja, die anderen, gell? Die anderen. Das nützt dir wenig, wenn du nachher im Krankenhaus liegst oder möglicherweise noch Schlimmeres passiert. Und dass Mofa-Fahren ja eine nicht ungefährliche Tätigkeit ist, das hast du ja wohl jetzt gemerkt. Ja. Also du bist da runtergefahren. Wie schnell bist du ungefähr gefahren? Weiß nicht. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du möglicherweise kurz bevor es zu dem Unfall kam, mit irgendwelchen Leuten eine Auseinandersetzung hattest? Oh, weiß ich nicht. Dass ich da kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Nee. Die Annäherung an die Kreuzung, wo es später zum Unfall gekommen ist, hast keine Erinnerung mehr? Weiß ich nichts mehr. Und wann hast du dann wieder die Erinnerung? Im Krankenhaus, oder? Ja, wie ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Wie lange warst du denn im Krankenhaus? 6 Wochen. Ich hatte 4 Wochen an Liegegips und 4 Wochen an Gehgips. Die haben halt dann wieder einen Gehgips runtergemacht. Wie geht's dir denn zurzeit so? Ja, also wenn's Wetter wechselt, kriege ich halt immer Kopfweh. Ja, und meinen Sport kann ich jetzt auch noch nicht machen. Ja. Skilaufen und so oder Fußball spielen. Das war's am Fuß, hast du gesagt? Ja, und wegen meinem Kopf halt. Wegen dem Kopf? Ja, weil ich darf ja, mit dem Kopf darf ich noch nicht spielen, weil das ist ja, hinten war ja das kaputt. Wegen dem Unfall konnte ich auch nicht meinen qualifizierten Hauptschulabschluss machen. Dadurch habe ich auch meine Lehrstelle verloren. Beim Gehen irgendwelche Beschwerden? Na, nicht. Gut, ich habe dann zunächst keine Fragen. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Bitte. Wie schnell geht denn das Mofa? 30 ging es vielleicht, 35. Ist da ein Tacho dran? Nein. Das hast du so geschätzt, oder? Wie schnell das ging? Ja, ungefähr. Ist das nicht ein bisschen schnell, 30? Ja, ich habe es gebraucht gekauft gehabt. Und hast auch nicht angeschaut, ob das verändert ist oder sowas? Nee. Ich bin halt immer nur so gefahren. Aha. Ich habe keine weiteren Fragen. Weißt du, dass das auch nicht erlaubt ist, dass Mofas nicht so schnell gehen dürfen? Sagen, Herr Vorsitzender, wenn ich hier unterbrechen muss. Ich meine, hier spielt die Frage, ob das Mofa bis zu 30 fährt, ja keine Rolle. Denn Herr nach dem zu erwartenden Gutachten sind ja keine 30 gefahren worden. Es hat bisher kein Mensch behauptet, dass das ursächlich war. Ich will ihm nur darauf hinweisen, dass das eine weitere mögliche Gefahrenquelle sein kann für weitere sehr unliebsame Vorfälle. Also der Michael fuhr zu schnell und er fuhr auch noch ohne Helm. Das sind zwei typische Mofa-Probleme, über die ich mich gerne mit dem Unfallforscher Professor Danne und dem deutschen Meister, zweimal war es sogar, 82 und 83, im Mofa-Fahren, Olaf Ponozny aus Traunreuth unterhalten möchte. Herr Professor Danne, kommt sowas öfter vor, dieser Unfall?
Wir haben es hier mit einer sehr typischen Unfallsituation zu tun. Den zwei von drei Mofa-Unfällen entfallen auf den Zusammenstoß eines Mofas mit einem PKW. Mhm. Rechnet man die Zusammenstöße Mofa mit LKW noch hinzu, dann sind es sogar mehr als 70%, wo dann die schweren Verletzungen entstehen und auch Todesfälle leider eintreten. Mhm. Wie schnell dürfen denn solche Mofas überhaupt sein? Bahrtbedingt dürfen sie 25 Kilometer pro Stunde fahren. Nur die Wirklichkeit sieht aus zweierlei Gründen eben leider etwas anders aus. Einmal ist der Erfindungsreichtum und ja beinahe der Ingenieurgeist dieser jungen Leute so groß, dass die Geschwindigkeiten herauffrisiert werden bis über 50 Kilometer pro Stunde als Regelfall. Ja. Und dann soll es immer wieder noch vorkommen, dass selbst neue Mofas schon ein bisschen schneller als diese bahrtbedingte zugelassene Geschwindigkeit fahren können. Von der Fabrik her schon? Ja, es tauchen immer wieder Fälle auf, wo das nachgeprüft wird und dass man dann das feststellt. Und die meisten Jugendlichen wissen gar nicht, was sie tun. Ja. Das ist der Hauptfall, wenn sie hochfrisieren. Nämlich die Betriebserlaubnis für dieses Mofa erlischt. Das heißt, es darf nicht mehr in Betrieb gesetzt werden, mit der Konsequenz, dass sogar der Versicherungsschutz gefährdet ist. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Bedenken Sie natürlich nicht vorher. Was müsste man denn also machen? Man muss das Mofa prüfen lassen beim TÜV oder was würde man denn machen? Es wird das Mofa normalerweise in Stückzahlen stichprobenartig abgenommen. Ja. Aber man hat selber die Verantwortung, dafür zu sorgen, auf das Tachometer zu schauen, es eichen zu lassen, wie schnell es fährt. Denn wenn es zu einem Unfall kommt, wo das Hochfrisieren eine Rolle spielt, hat die Verantwortung der Lenker dieses Mofas, nicht irgendjemand anderer. Man kann sie nicht hinausreden. Olaf, wie schnell sind denn solche Mofas bei Wettbewerben, bei diesen Meisterschaften? Also bei Wettbewerben sind sie vom Werk her auf 25 Stundenkilometer, also wie sie rauskommen sollen. Und bei dem Wettbewerb kommt es nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Geschicklichkeit drauf zusammen. Also ist das im Prinzip egal. Das ist egal. Mhm. Zweites Problem, kann ich gleich beim Olaf bleiben. Aber was ist mit dem Helm, Olaf? Haben deine Eltern von Anfang an darauf geachtet, dass du mit Helm fährst? War das Bedingung oder wie ging das bei euch? Ja, also bei mir war das Bedingung. Mit dem Mofa, was ich mir gekauft habe, habe ich mir auch einen Helm zulegen müssen. Hast du ihn auch getragen? Ja, die erste Zeit nicht. Ja. Also ich meine, meine Eltern haben da zwar geschimpft und appelliert, ich soll ihn aufsetzen. Ich habe es zuerst nicht geglaubt, aber zwei Wochen nach dem Führerschein habe ich einen ersten Unfall gehabt. Also war kein anderer beteiligt dran. Mich hat es halt überschlagen und ich habe zufälligerweise mal einen Helm aufgehabt und bin auch mit dem Kopf aufgekommen und seitdem habe ich das eingesehen, dass es wesentlich sicherer ist, mit Helm zu fahren. Fest nie mehr ohne, mit anderen Worten, stimmt das? Ja, stimmt. Da lacht er zwar ein bisschen dabei, Entschuldigung, Professor Dank. Im Übrigen ein typischer Fall, Alleinunfall, mangelnde Fahrpraxis, kein Zusammenstoß mit einem anderen Partner, Aufschlag auf die Straße und daher rühren sehr, sehr schwere Verletzungen. Ja, also ich finde auch, das Mofa ist ja ein ungeheuer gefährliches Instrument. Jetzt ist mal die Frage, warum gibt es nicht überhaupt Helmpflicht auch für Mofas? Weil einfach selbst die Mofa-Fahrer in sich und dann alle Verantwortlichen immer noch glauben, es sei ungefährlich mit dem Mofa, weil es ja nur 25 Kilometer pro Stunde schnell ist, zu fahren. Es gibt zwei Problemkreise. Einmal der Zusammenstoß mit dem Personenkraftwagen, wo der Mofa-Fahrer voll mit seiner ganzen Last, seinem Gewicht gegen den PKW prallt und verletzt wird. Und der zweite Problemkreis ist der Sturz auf die Fahrbahn. Mhm. Es wird dann immer der Vergleich mit dem Radfahrer gebracht, der auch manchmal sogar schneller wie 25 Kilometer pro Stunde fahren kann. Aber entscheidend ist, dass das Mofa eben mit 25 Kilometer und leider oft mehr, wie wir wissen, bewegt wird. Und hierbei können schwerste Kopfverletzungen entstehen. Wir wissen heute sehr genau aus der Auswertung realer Mofa-Unfälle, dass das Risiko, eine schwere und schwerste Kopfverletzung zu bekommen, beim Mofa-Fahrer sogar noch größer ist im Vergleich zu den anderen motorisierten Zweiradfahrern. Hierfür gibt es zwei Gründe. Einmal kann das motorisierte Zweirad noch ausweichen und zum anderen bringt es, und das mag eigenartig erscheinen, ist aber physikalisch richtig, eine größere Energie mit und hat dadurch die Chance, dass der Mofa- oder Zweiradfahrer über den PKW hinwegfliegt. Die hat der Mofa-Fahrer nicht, weil einfach die Energie nicht ausreicht und dann schlägt er voll gegen den PKW. Also ich hoffe, das haben alle Mofa-Fahrer gehört und ich danke unseren Studiogästen. Also wenn schon ein Mofa-Meister auch privat nur mit Helm fährt, dann sollten sich auch die Mofa-Anfänger nicht genieren, einen Helm zu tragen. Und nun zurück in den Gerichtssaal. Der Nebenklägervertreter hat dem Gericht ein neurologisches Gutachten vorgelegt und befragt Frau Neumeier über die Verletzungsfolgen.
Der Michael, der war, jetzt wiederholt er ja die 9. Klasse. Mhm. Und er war eigentlich effektiv vorher ein besserer Schüler. Denn jetzt hat er immer Konzentrationsschwächen und wenn ich ihn irgendwie abhöre, er sagt, ach Mami, du, ich kann es nicht behalten und so. Und das muss ich sagen, das ist für mich eigentlich heute noch sehr belastend, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie das weitergeht mit ihm. Und seinen Sport kann er auch nicht mehr ausüben, haben wir gehört, seinen Fußball, ja. Sonst noch irgendwas, was ihm darüber hinaus bekannt ist? Nein, das nicht. Ich meine halt nur, man müsste sie schon verlassen können, wenn die Ampel grün ist. Ich meine, es hätte ja auch genauso gut. Ja, das ist, wie Sie sollen nur zu Tatsachen. Herr Vorsitzender, wenn er nun schon der Kollege dies hier einführt in die Hauptverhandlung und ihn das übergibt, der fällt mir, ich lese es ja auch gerade von dem Dr. Huber, der letzte Satz, ein Spätfolgen hinsichtlich der erlittenen Verletzungen, insbesondere der Schädelverletzungen, sind voraussichtlich nicht zu erwarten. Also so besorgt brauchen Sie nicht zu sein. Ja, ja, die Zeugin hat ja nur gesagt, bis heute ist ja noch nicht spät. Bitte missverstehen Sie mich, nur weil Sie ihm zum Schluss sagten, dass Sie noch Sorge hätten, dass es noch lange dauert. Ja, die habe ich auch. Können Sie möglicherweise... Dass die Sorgen berechtigt sind, spricht Ihnen auch keiner ab, aber es lässt sich darüber ja wohl derzeit nichts Sicheres annehmen. Sonst noch Fragen an diese Zeugin? Frau Neumeier wird als Zeugin entlassen, bleibt aber im Gerichtssaal. Nach ihr wird Hans Stadler vernommen. Er soll auf der Skizze zeigen, wo er stand, als der Unfall passierte. Genau da. An dieser Ecke hier. Ja, und Sie wollten da gegenüber queren. Gut, und? Und dann hörte ich ein bisschen Geschimpfe weiter hinten und habe mich umgedreht. Ja. Dann habe ich gesehen, dass eine junge Frau ausgestiegen ist aus dem Wagen. Ja. Und die Tür war offen. Ja. Und in dem Moment ist der Mofa-Fahrer, hat er mich angetreten. Der stand also und hat angetreten sein? Ja, er ist gestanden. Mhm. Und ist dann ab an mir vorbei. Von ihr hab ich noch geschimpft, weil er an der verkehrten Seitenfahrt. Aber in dem Moment, wo er dann dahergefahren ist, habe ich den Wagen wischen sehen. Das ist so schnell gegangen. Also Sie haben hier gestanden und haben zunächst in die Richtung nach dort geschaut? Ja, also Richtung dann Norden. Dann habe ich ihm nachgeschaut. Und dann haben Sie sich umgedreht und haben ihm nachgeschaut? Ja. Haben Sie hier die Ampelanlage gesehen, die Fußgängerampelanlage? Ja, genau. Was war da für Licht? Nach dem Unfall noch hingeschaut, da war noch grün. War vorher schon grün, bevor Sie den, haben Sie da vorher schon mal hingeschaut, dass Sie sagen, war noch grün? Ja, Freilich, weil bei mir rot war. Ja. Wie der Riemen geht weit. Gut. Ja, und dann ist es zu dem Unfall gekommen und dann... Ja, ich wollte im ersten Moment wollte ich zu dem Baum hin und dann habe ich aber gesehen, da ist jemand dort, der kümmert sich drum. Ja, ja. Wo sind Sie denn hin? Dann, bin dann zu der Frau und habe es geschimpft natürlich, weil es ziemlich schnell reingefahren ist und die Kurven geschnitten hat. Was hat die dann für einen Eindruck gemacht, die Frau? Ja, im Moment schon geschockt irgendwie. Ja, haben Sie ein Fahrzeug gesehen, was hier auf dieser Gegenfahrbahn gekommen worden sein? Kann ich mir auch haben Sie keins gesehen? Wie haben Sie denn da gestanden? Waren Sie verdeckt von dem, aus der Sicht der Fahrbahn, verdeckt durch diesen... Ja, fast. So. Also, dass ich die Ampel gesehen habe, das schon. Und hat sich der Junge noch mal umgedreht nach Ihnen? Ja, in dem Moment, wo er an mir vorbeifuhr, auf der linken Seite, hat mich sogar noch einen Vogel gezeigt, weil ich geschimpft habe. Es war dann der Aufprall und dann das Quietschen der Bremse. Ja, gut. Und wo ist das Mofa angefahren worden? Frontal? Hinten. Ja. Gerade noch erwischt? Ja, oder? Gerade noch erwischt, hinten, ja. Herr Sachverständiger, haben Sie noch Fragen an den Zeugen? Nehmen Sie wieder Platz, bitte, Herr Stadler. Herr Stadler, Sie haben erzählt, dass Sie das Auto als Wischer gesehen haben. Ja. Sprechen Sie dann ruhig zum Gericht, ich verstehe Sie schon. Ein Aufprall und dann Bremsen quietschen. Ja. Haben Sie vorher auch was gehört, vor diesem Aufprall? Also nein. Auch Reifen quietschen oder sowas? Nein. Keine weiteren Fragen, danke. Sonst auch keine Fragen mehr? Wird auf Vereidigung verzichtet? Herr Stadler bleibt, wie bisher alle Zeugen, unbeeidet. Mit einer Kassenanweisung für seine Auslagen verlässt er den Gerichtssaal. Nächste Zeugin ist die 21-jährige Postassistentin Ilona Merck. Auch sie kann sich noch genau an den Unfalltag erinnern. Also ich war als Beifahrerin im PKW von meinem Freund und wir haben an der... Dürfen wir wissen, wer Ihr Freund ist? Das ist der Herr Rathmann. Der Herr Rathmann, ja. Und wir haben an der Knorrstraße geparkt, an der rechten Fahrbahnseite. Also Richtung stadtauswärts ist es. Ja. Und ich wollte aussteigen, habe vorher natürlich nach vorn geschaut, da war alles frei. Dann drehe ich mich um, mache die Tür einen Spalt auf und dann kommt da auch niemand und dann mache ich auf. Und in dem Moment muss von vorne, ist eben der Mofa-Fahrer, der herkommt, der wäre mir beinahe in die Tür reingefahren. Mhm. Bin natürlich unheimlich erschrocken. Ja. Und der ist mir dann ausgewichen auf dem Gehweg. Mhm. Und ist da so halb geschleudert, ist dann zum Stehen gekommen. Und naja, dann schreit er mir eben mir zu, ob ich nicht aufpassen kann und blöde Kuh und so weiter. Aha. Und ja, dann habe ich eben zurückgeschrien, dass
Ja, was ihm überhaupt einfällt, dass doch er eigentlich in der falschen Richtung fährt. Ja, ja, sehr richtig. Naja, das hat ihm aber nicht sehr viel gekümmert. Der ist dann wieder aufs, also hat das Mofa wieder angelassen und ist auf dem Radweg zurück und Richtung Kreuzung. Und konkrete Frage, haben Sie dann gesehen, wie es zum Zusammenstoß kam? Das habe ich also nicht direkt gesehen, weil ich habe mich wieder abgewendet, wollte die Straße überqueren und bin dann erst wieder aufmerksam geworden, weil ich einen Krach gehört habe und dann eben Bremsen quietschen. Haben Sie gesehen, wie die Ampel, die Fußgängerampel in der Richtung war, in der der Bub gefahren ist? Nein. War die Kron? Haben Sie nicht darauf geachtet? Den Golf, den später unfallbeteiligten Golf, haben Sie den mal wahrgenommen? Ja, also nur, wie wir dann zur Kreuzung hingerannt sind. Da also wie der Unfall passiert war? Wie schon passiert war. Haben Sie ein Fahrzeug gesehen, was in der Gegenrichtung der Angeklagten fuhr auf der Knorrstraße? Nein. Die Zeugin soll jetzt auf einem Polizeifoto zeigen, wo das Auto ihres Freundes stand, aus dem sie ausgestiegen war. Können Sie sagen, welches Auto das möglicherweise gewesen ist? Also das. Das ist das Ihrige, das du ihres Freundes. Und dann, da hinten ist die Kreuzung. Da sieht man jetzt den Polizeiwagen. Später sind es also 1, 2, 3, 4, 5 und dann der hohe Kastenwagen. 6, ja. Noch Fragen dazu? Gut. Fräulein Merck bleibt nach ihrer Vernehmung im Saal. Sie möchte dabei sein, wenn ihr Freund seine Aussage macht. Christoph Rathmann ist 35 Jahre alt, ledig, von Beruf Fernmeldetechniker. Sie hatten geparkt und Sie sind nach da drüben ausgestiegen. Ja. Und was ist Ihnen dann zuerst aufgefallen? Ein Golf oder hier das Fahrzeug oder was ist Ihnen? Na, zuerst fiel mir der PKW, es war so ein Range Rover, auf, der ziemlich aggressiv geblinkt hat. Unmittelbar darauf sah ich diesen PKW, der im Begriff war abzubiegen. Ja, hier ist die Haltelinie, hier ist der Fußgängerüberweg, das ist dann der echte Kreuzungsbereich. Wo war er da ungefähr? War er schon Ihrer Meinung nach über die Haltelinie hinaus oder nicht? Ja, also genau kann ich es nicht sagen, aber er war im Begriff abzubiegen. Ich hatte den Eindruck, dass der PKW durchaus noch hätte abbiegen können. Ja, und was ist dann mit dem Range Rover geworden? Na, der brauste an mir vorbei und unmittelbar darauf hörte ich ein Unfallgeräusch und so ein Quietschen und ein Scheppern. Ja. Und dann lief ich zur Unfallstelle. Haben Sie gemerkt, dass der hat abbremsen müssen? Wer? Der Range Rover. Dass der im Gegenteil, ich hatte eher das Empfinden, dass er noch Gas gab. Und Sie meinen, dass man hier in der Situation der Frau Golffahrerin auch vor dem herannahenden Fahrzeug noch hätte abbiegen können? Hätten Sie da auch abgebogen? Ich glaube ja. Nehmen Sie mal bitte schön wieder Platz. Da muss ich Ihnen Ihre Aussage bei der Polizei vorhalten. Haben Sie das etwas anders geschildert? In diesem Augenblick bemerkte ich, dass der später an dem Unfall beteiligte VW Golf stadteinwärts fuhr und sehr knapp vor dem entgegenkommenden PKW nach links in die Keferloher Straße abbog. Das stimmt ja auch. Sie ist ja auch sehr knapp abgebogen. Aber er ist ja auch sehr rasch rangekommen. Herr Rathmann, Sie wären, wenn Sie in der Situation der Angeklagten gewesen wären, als Sie das Fahrzeug zum ersten Mal sahen, abgebogen. Ja. Ja. Hätte ich allerdings gemerkt, dass er beschleunigt hätte, dann wäre ich vermutlich nicht abgebogen. Nach dem letzten Moment, um den Unfall zu vermeiden, einen Schlenkerer gemacht. Und der PKW seinerseits, der ist ja, was blieb ihm auch anderes übrig, recht rasch abgebogen. Schauen Sie sich das an. Sie sagen, er hat jetzt einen Schlenkerer gemacht. Dieser Range Rover kam so knapp an diesen PKW heran, dass er, um ihn nicht zu touchieren, so einen ganz leichten Schlenkerer gemacht hat. Hat er hier über diese gedachte, verlängerte Mittellinie ausweichen müssen auf die Gegenfahrbahn? Nein, nein. Er fuhr ja auf der rechten Spur. Hat er auf die linke rüber müssen zum Ausweichen? Etwas, ja. Er ist etwas auf die linke Spur gegangen dann. Und ich meine, er hätte ja auch schon vorher auf die linke Spur gehen können. Ja, das ist was anderes. Nehmen Sie mir bitte wieder Platz. Noch Fragen seitens der Staatsanwaltschaft? Ja. Die Staatsanwältin fragt noch einmal nach dem Fahrzeug, das Frau Christiansen entgegenkam. Der Zeuge bestätigt, dass dieser Wagen schon von Weitem aggressiv geblinkt habe und dann mit mindestens 70 Stundenkilometern an ihm vorbeigebraust sei. Christoph Rathmann bleibt nach seiner Vernehmung mit seiner Freundin im Gerichtssaal. Beide interessiert das Urteil in dieser Verhandlung. Anschließend wird Polizeiobermeister Josef Eichner aufgerufen und vor den Richtertisch gebeten. Können Sie sich erinnern, ob es einen genauen Anstoßpunkt gab? Sie haben hier eingezeichnet die Lage des Mofas und hier eingezeichnet, nach der Legende, die Sie dazu gefertigt haben, 4 ist Lage des Mofas und 5 ist Lage des Mofa-Fahrers. 8 sind Bremsspuren,
Blockierspuren, aber es ist kein Anstoßstelle markiert in der Skizze. Haben Sie so eine feststellen dann können? Haben wir keinen gefunden. Keine. Dann haben Sie keine Anstoßstelle gefunden. Jetzt dann noch einmal hier zu den Fotos. Die wurden von Ihnen gefertigt? Die wurden von mir gefertigt. Und auf dem Foto Nummer 7, Rückseite der Fotomappe ganz oben, das ist also die Lage des Verletzten. Da genau, die wurde Blut, uns vom Erstzugriff aufgezeichnet. Ihnen so aufgezeichnet. Fahrbahn war trocken? War trocken, richtig. Irgendwelche Fragen an diesen Zeugen? Danke. Waren da Radspuren noch auf der Fahrbahn und gegebenenfalls sind sie eingezeichnet worden? Wenn welche da gewesen wären, wären sie eingezeichnet. Aber also mit anderen Worten, es waren keine da, weil keine eingezeichnet genau. sind. Gut. Herr Sachverständiger, haben Sie Fragen an den Zeugen? Unter Zuhilfenahme einer Lupe sind auf zwei Bildern Kratzspuren erkennbar. Im unmittelbaren Bereich des Mofa. Ich stelle sie gern zur Verfügung. Ja. Und zwar sind hier kurze Kratzspuren. Ah ja. Und auch auf Bild Nummer 8 neben dem Schuh eine kurze Kratzspur. Vor allem, wenn man die Lupe nimmt. Hier ist auch noch eine. Ah ja. Haben Sie diese kurzen Kratzspuren nicht aufgenommen, weil sie eigentlich behilflich für Ihre Unfallaufnahme waren. Dann müssten Sie einen Sachbearbeiter fragen, der hat also die ganze Unfallskizze an sich. Also ich habe nichts festgestellt. Sie haben das nicht festgestellt. Der Sachbearbeiter ist der Herr Holzgartner. Der Polizeibeamte Ludwig Holzgartner ist für die Unfallskizze verantwortlich. Als erstes fragt der Richter ihn nach der zulässigen Geschwindigkeiten der Knorrstraße und erfährt, dass nur 50 Kilometer erlaubt sind, aber erfahrungsgemäß 60 bis 70 gefahren werden. Dann noch einmal die Frage nach den Kratzspuren. Kratzspuren waren im Bereich der Endlage vor dem Mofa, aber es war eine richtige Anstoßstelle. Wir haben intensiv die Verlängerung von dem Radweg nachgeschaut, ob da eine typische Anstoßstelle wäre, zum Beispiel Lacksplitter oder eine Wischspur. Die haben wir aber trotz intensiver Suche nicht gesehen. Ja, und wo haben Sie dann die Kratzspuren gefunden, wenn Sie das kurz auf der Skizze noch zeigen? Das war direkt im Bereich von der Endlage vor dem Grat. Die waren auch teilweise durch das Benzingemisch nicht mehr sichtbar. Ja, wenn Sie es jetzt dann zeigen, hier liegt man ja, das sieht man ja, das liegen. Das war unmittelbar vor dem Sattel da, also vor dem Gepäckträger. Aha. Der scharfäugige Sachverständige hat das mit der Lupe auch erspäht gehabt. Der scharfäugige Sachverständige wird gebeten, nach der Aussage des Polizeibeamten sein Gutachten zu verlesen. Er stellt zunächst fest, dass Michaels Mofa bei einem Test 35 Stundenkilometer erreichte und damit nicht der Betriebserlaubnis entsprach. Dann kommt er zu den Beschädigungen der beiden Fahrzeuge. Am PKW Berührspuren, hier im Lichtbild durch rote Pfeile gekennzeichnet, im Bereich Stoßstange rechts vorne und auch am vorderen rechten Kotflügel, alles im Frontbereich rechts. Am Mofa selbst das Kennzeichen beschädigt, nach der Seite weggebogen, das hintere Schutzblech verbogen, hier massiv eingebeult. An dem hinteren Rahmenträger, genau in dem Bereich, ist eine Knickstelle da. Auch hier ist eine leichte Knickstelle. Mhm. Also Anstoß hier hinten. Anstoß im hinteren rechten Bereich. Ja. Das bedeutet, dass das Mofa im hinteren rechten Bereich von der rechten Frontpartie des PKW erfasst wurde. Wenn ich das vielleicht mal demonstrieren darf. Wir haben sogar hier so ein Motorrad da, wenn Sie das nehmen wollen. Genau. Wenn das der PKW ist, dann wurde das Mofa etwa so in dieser Stellung, angestoßen. Der Mofa-Fahrer offensichtlich keine direkte Berührung, zumindest nicht mit dem Körperschwerpunkt. Mhm. Ihm ist das Mofa unter dem Hintern praktisch weggestoßen worden. Mhm. In einer komplizierten Berechnung stellt der Sachverständige die Geschwindigkeit des PKWs vor dem Zusammenstoß mit 30 Stundenkilometern und die des Mofas mit 15 Kilometern fest. Er kommt dann zur wichtigsten Frage, war der Unfall für Frau Christiansen vermeidbar? Nun ist die Frage, wo war dieser Mofa-Fahrer oder wann war dieser Mofa-Fahrer frühestens zu sehen? Für die Vermeidbarkeit, ja. Für die Vermeidbarkeit. Das noch kurz ausführen? Wenn ich nun mit dem PKW rückwärts rechne, mit etwa konstanter Geschwindigkeit, 30 bis 35 Kilometer pro Stunde, das würde also bedeuten Gas wegnehmen bis dahin, und den Mofa-Fahrer hier fahren lasse, dann tritt gegenseitige Sichtbarkeit in dem Moment auf, Mofa-Fahrer ist ja etwas langsamer als der PKW, wenn der Mofa-Fahrer etwa seinem ganzen Fahrzeug hinter diesem Fahrzeug vorbeikam, also etwa hier war. Da hätte sie ihn sehen hätte können? Sie, aber auch gegenseitig. Am Mofa-Fahrer hätte ich sie auch, sehen. Ja. Und? Zeitlich etwa 2,1 Sekunde vor der Kollision. Ja. Das bedeutet allerdings auch, dass hier eine Wegstrecke von rund 16 Meter mindestens noch bis zum Kollisionsort vorlag. Das heißt, wenn die Fahrerin, so wie sie gesagt hat, beim Überfahren der Haltelinie oder hier sich nach links orientiert hätte, hätte sie den Mofa-Fahrer erstens sehen können.
Und wenn sie hier nun reagiert mit einer Vollbremsung, wäre der Unfall wegmäßig zu vermeiden gewesen. Mit diesem Ergebnis hat Frau Christiansen nicht gerechnet. Sie hat jetzt kaum noch Hoffnung, ihren Führerschein zurückzubekommen und verfolgt deshalb das Plädoyer der Staatsanwältin mit großer Skepsis. Die Hauptverhandlung hat ergeben, insbesondere aufgrund der Anlassung der Angeklagten selbst, aufgrund der Zeugenaussagen und aufgrund der Ausführungen der Sachverständigen, dass die Angeklagte mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,73 im Zeitpunkt 11.15 Uhr, also im Unfallzeitpunkt, ihr Fahrzeug auf öffentlichem Verkehrsgrund geführt hat und dass sie in einem äußerst riskanten Abbiegemanöver nach links den geschädigten Neumeier, der dort mit seinem Mofa gefahren ist, schlicht und einfach übersehen hat. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil sie nämlich in dem Moment, als sie nach links sich orientiert hat, gar nicht feststellen konnte, ob ein Abbiegen nach links gefahrlos möglich ist, weil sie nämlich, wie sie auch selbst angegeben hat und erkannt hat, gar nicht die Sicht hatte, denn dort stand ja ein Fahrzeug. Gleichwohl hat sie dann, weil Gegenverkehr kam, vor dem man auch noch schnell links abbiegen musste, das Abbiegemanöver fortgesetzt, in einem Moment, als sie gar nicht sehen konnte, ob dort jemand kommt, und hat in dem Moment, als sie es sehen konnte, nicht hingeschaut, weil sie abgelenkt war. Mit anderen Worten, der Unfall war vermeidbar und ich glaube, insoweit dürften keine Schwierigkeiten auftreten. Sicher ist meiner Auffassung nach, dass sich die Angeklagte eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Der Dreh- und Angelpunkt ist, ob auch eine fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung vorliegt. Und um meinen weiteren Ausführungen das Ergebnis voranzustellen, ja. Denn hier vereinen sich wirklich alkoholtypisches Fahrverhalten mit und auch kausal mit der Unfallverursachung. Die Staatsanwältin erinnert dann unter anderem an die Ausführungen des Sachverständigen und ist überzeugt, dass die Fahrweise der Angeklagten typisch alkoholbedingt war. Sodass ich nach allem der Auffassung bin, dass sich die Angeklagte eines Vergehens der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit einem Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Bei der Strafzumessung ist zu berücksichtigen, dass die Angeklagte den Unfall und die Rahmenumstände dieses Unfalls weitgehend eingeräumt hat. Es ist zu berücksichtigen, dass selbstverständlich den geschädigten Neumeier ein erhebliches Mitverschulden trifft, weil er auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Angeklagte seit langem unfallfrei fährt und nicht vorbelastet ist. Auf der anderen Seite fällt sicher ins Gewicht, dass auch der Zeuge Neumeier sehr erheblich verletzt ist. Des Weiteren letztens ist zu berücksichtigen, dass, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, dass die Allgemeinheit zu schützen ist vor alkoholisierten Kraftfahrern, gerade wegen dieser Alkoholtypik. Ich beantrage deswegen, die Angeklagte zu einer Geldstrafe von 65 Tagessätzen zu verurteilen, den Tagessatz unter Berücksichtigung der heute mitgeteilten wirtschaftlichen Verhältnisse auf 70 D-Mark festzusetzen. Was die Frage des Führerscheins anbelangt, brauche ich nicht viel Worte zu machen, dass bei einer Verurteilung nach § 315c vom Gesetz vermutet wird, dass ein solcher Kraftfahrer auch ungeeignet ist zum Führen von Kraftfahrzeugen, weshalb ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen ist, ist klar. Ausnahmegründe sind nicht in Erscheinung getreten. Ich beantrage deswegen der Angeklagten, die Fahrerlaubnis zu entziehen, den Führerschein einzuziehen und einen Sperrfrist von noch 11 Monaten anzuordnen. Herr Vorsitzender, nach dem Ergebnis zur Beweisaufnahme steht nach meiner Beurteilung fest, dass die Angeklagte mitschuldig an der Körperverletzung und insoweit auch bestraft zu bestrafen ist. Ich glaube, es ist nicht vermessen, erhebliche Zweifel, zumindest Zweifel in dem Umfange, in den Darlegungen der Schlüssigkeit des Begehrens der Frau Staatsanwältin anzumelden, was nämlich den schwereren Vorwurf der Straßenverkehrsgefährdung anlangt. Sehen Sie, die erhöhte Risikobereitschaft, mit der, um nun mal ein gegebenes Beispiel zu nennen, die Fahrt des kleinen Michael selbst zu nehmen, der risikobereit auf falscher Fahrbahn fährt, aus einer solchen Risikobereitschaft lässt sich schwerlich auf alkoholtypische Beeinflussung des Jungen schließen. Ein Verkehrsteilnehmer, der risikobereit fährt, ist nicht ein typisch Alkoholisierter. Sie sagen auch, es habe die Angeklagte den Herankommer erkannt in seinem Fahrverhalten und sie hätte warten müssen. Das lässt sich immer leicht sagen. Bei jedem, der im Großstadtverkehr fährt, mit seiner Zügigkeit, der dann es wagt, weil die Entscheidung im Bruchteil der Sekunde fällt, soll ich noch oder soll ich nicht das zu tun, was der völlig Neutrale, aus dem Stand als Fußgänger beobachtende und sehr, sehr sachliche Zeuge Rathmann uns vermittelt, dass er genau dasselbe auch getan haben würde, nämlich die gleiche Entscheidung bei dieser gegebenen Verkehrslage zu treffen. Und die Entscheidung trifft sie, als sie
von einem Entgegenkommer in 40, 50 Meter Entfernung wüst angeblinkt wird. Und wenn sie nun sagt, in ihrer ganz ehrlichen Weise, sie schneide immer so die Kurven, dann ist das ja nicht etwas, woran man sie aufhängen und wovon man herleiten könnte, dass sie eine rüde Autofahrerin wäre. Dann wären die sauberen Register in Flensburg und ihr Strafregister ja wohl nicht denkbar bei der Häufigkeit ihrer Teilnahme am Straßenverkehr. Wir haben die 0,73 Promille und wir wissen, es ist ein erheblicher Unterschied, ob sich der Körper im subjektiven Wohlbefinden im Abbau von etwa zugunsten gerechnet 1,2 Promille um morgens 4 Uhr befindet oder ob er sich im Aufbau befindet. Auch das ist etwas, was man sagen darf und betrachten muss. Und das Glas Sekt, das bei ihrem Fliegengewicht 0,2 maximal ausmachen mag, ist keine involvierende Angelegenheit in dem Sinne, dass sie nur aus der Kontrolle gerät. Der Verteidiger bezweifelt nachdrücklich, dass seine Mandantin alkoholbedingte Fahrfehler gemacht hätte und sagt dann zum Schluss seines Plädoyers unter anderem: Und sollten Sie meine Zweifel teilen, dann bitte ich lediglich wegen Körperverletzung, die sie mit verursacht und mit verschuldet hat, unter beim Strafmaß unter Einkalkulierung des ganz beträchtlichen Mitverschuldens des Jungen Michael selbst, lediglich auf eine Strafe wegen Körperverletzung maßvoll zu erkennen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Verteidiger. Nebenklägervertreter. Am 12.06. um 11.15 Uhr kam es Ecke Keferloher Knaustraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem beinahe ein junger Mensch sein Leben verloren hätte. Verursacht und überwiegend verschuldet hat diesen Unfall die Angeklagte. Sie hatte es eilig zu einer Feier. Sie hatte Restalkohol, weil sie von einer Feier kam. Dies als Vorbemerkung, damit hier die richtigen Relationen gewahrt sind. Um ein Kavaliersdelikt handelt es sich bei Gott nicht. Ich darf mich, was den Haftungsgrund betrifft, auf die Ausführungen der Frau Staatsanwältin beziehen und bin dankbar, dass auch der Herr Kollege Verteidiger hierzu zustimmende Äußerungen, was die fahrlässige Körperverletzung betrifft, gemacht hat. Im Übrigen bin ich wie die Frau Staatsanwältin der Auffassung, dass hier auch eine Straßenverkehrsgefährdung vorliegt. Zum Strafmaß mache ich von der Gepflogenheit der Rechtsanwälte Gebrauch, keinen bestimmten Antrag zu stellen. Ich beantrage also eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Straßenverkehrsgefährdung und im Übrigen eine angemessene Ahndung. Vielen Dank, Herr Vertreter. Frau Christiansen, Sie haben als Angeklagte das letzte Wort. Ich möchte mich in erster Linie dem anschließen, was mein Verteidiger gesagt hat, aber trotzdem zusätzlich noch. Ich bin überglücklich, dass Michael nichts Schlimmeres passiert ist und ich wünsche dir, Michael, dass du im nächsten Jahr eine Lehrstelle bekommst. Und alles Gute für dich. Gut, das war dann Ihr letztes Wort. Das Urteil wird dann niedergelegt und in Kürze verkündet. Die Staatsanwältin beantragt nach wie vor eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung. Die im Strafbefehl ausgesprochene Geldstrafe von 5.200 Mark hat sie auf 4.450 Mark reduziert und den Entzug der Fahrerlaubnis von 12 auf 11 Monate. Der Nebenkläger schloss sich ihrem Antrag an, während der Verteidiger nur eine fahrlässige Körperverletzung für erwiesen hielt, aber keine Straßenverkehrsgefährdung. Das aber würde die Rückgabe des Führerscheins bedeuten. Hören wir, wie der Richter entschieden hat. Die Angeklagte Christiansen Beate, geborene Teuber, Textildesignerin, ist schuldig eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung. Sie wird daher zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen nach D-Mark 70 verurteilt. Die Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens sowie die eigenen notwendigen Auslagen sowie die Kosten der Nebenklage zu tragen. Eine Entschädigung für die Zeit der Sicherstellung und des vorläufigen Entzuges der Fahrerlaubnis wird nicht gewährt. Bitte wieder Platz zu nehmen. Es ergeht dann noch folgender Beschluss. Der Beschluss gemäß § 111a StPO, durch welchen der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis angeordnet wurde, wird aufgehoben. Beate Christiansen ist ein Stein vom Herzen gefallen. Sie wird ihren Führerschein zurückbekommen. Die Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung begründet der Richter ähnlich wie die Staatsanwältin und bescheinigt der Angeklagten ausgesprochenes Fehlverhalten. Die Frage war dann für das Gericht, ob dieses Fehlverhalten, was Sie gezeigt haben, auf den Alkoholgenuss zurückzuführen sind. Als Fehlverhalten kommt in Betracht erstens Ihre von Ihnen selbst genannte zu schnelle Annäherung an die Unfallstelle oder an die Kreuzung, wo später zum Unfall kam.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Knorrstraße, wie das Gericht weiß, aus eigener Erfahrung, eine verhältnismäßig breite, vierspurige Straße handelt, bei der erfahrungsgemäß zu schnell gefahren wird, und zwar regelmäßig auch von nicht alkoholisierten Fahrern, sodass dieses zu schnell fahren meines Erachtens keinesfalls auf diesen geringen Alkohol zurückzuführen ist. Die nächste Frage ist, ist das Nichterkennen und das Nicht-Rüberschauen, das nicht rechtzeitige, mögliche Rüberschauen in die Richtung, wo dann auch der Mofa-Fahrer kam, ist dieses Fehlverhalten auf Alkohol zurückzuführen? Auch hier muss das Gericht wieder sagen, dass es leider noch so ist, dass Autofahrer beim Abbiegen, ich weiß nicht warum, aber es ist so, überhaupt nicht an die Radfahrer denken. Und wenn sie daran denken, immer damit rechnen, wenn ich komme, ist schon keiner da. Und im Übrigen sowieso ein gewisses Überlegenheitsgefühl gegen Radfahrern haben. Und ich bin der Meinung, dass diese Personen nicht alle alkoholisiert sind, sodass ich hier zu ihren Gunsten zuletzt Zweifel gehabt habe, dass diese 0,73 Promille typischerweise hier dieses Fehlverhalten hervorgerufen haben und hier eine gewisse alkoholbedingte Zusammenhang nicht nachgewiesen werden kann. Der Richter kommt dann auf den dritten und letzten Vorwurf. Frau Christiansen habe den Gegenverkehr alkoholbedingt falsch eingeschätzt. Dieser Vorwurf sei aber durch den Zeugen Rathmann entkräftet worden, der ausgesagt hatte, er selbst wäre in dieser Situation auch noch abgebogen. Sie haben also vergleichsweise zu einem anderen Kraftfahrer, der nicht alkoholisiert war in diesem Zeitpunkt, keine falsche Entscheidung vorgenommen. Es ist dann etwas eingetreten, dass dieses Fahrzeug beschleunigte, womit Sie, und das ist, muss ich hier ganz klar sagen, sicherlich nicht rechnen mussten. Sodass letztendlich, jedenfalls aus Meinung des Gerichtes, sämtliche vorhandenen Fehlverhalten oder mögliche Fehlverhalten bei Ihnen nicht zweifelsfrei auf Alkohol zurückzuführen sind. Ich kann Ihnen sagen, wenn Ihre Promillezahl um weniges höher gelegen hätte, dann wäre sicherlich hier das Verfahren immer vorbehaltlich. Andere Entscheidung, anders ausgegangen. Das ist das Urteil in Kürze, Frau Christiansen. Sie können gegen dieses Urteil Berufung einlegen oder Revision. Frau Christiansen nimmt das Urteil an. Sie muss zwar 2.100 Mark Geldstrafe und die Kosten für Nebenkläger, Gerichtsverfahren und ihren eigenen Anwalt bezahlen, aber sie erhält heute noch ihren Führerschein zurück. Bei der späteren Verhandlung um die noch offenen Versicherungspunkte kommt man zur Einigung. Die Haftungsverteilung wird jetzt mit einer Quote von 60-40 zugunsten Michaels festgesetzt, weil das Gericht festgestellt hat, dass Frau Christiansen den Unfall hätte vermeiden können. Michael erhält also von allen Beträgen, die ihm zugesprochen werden, 60%. Als Schmerzensgeld bekommt er 10.000 Mark ausgezahlt. Der Verdienstausfall soll erst festgelegt werden, wenn Michael wirklich Geselle geworden ist. Damit kann der Verkehrsunfall PKW kontra Mofa zu den Akten gelegt werden. Doch den Beteiligten wird er sicher noch lange im Gedächtnis bleiben.